Herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit mir, den Doreax und natürlich dem MSV Duisburg. Wir haben heute ein Hammerspiel vor uns und zwar ein Spiel gegen FC Bayern München. Ja, und ich kann euch versprechen, das wird, glaube ich, ein richtig schweres Spiel. Allerdings muss ich sagen, dass dieses Spiel heute das einzige in diesem Part sein wird. Normalerweise wollte ich das ja mit den zwei halten, allerdings ist es auch schon das zweite Mal, dass ich heute Bayern aufnehmen muss. Ich habe nämlich gerade Bayern aufgenommen und danach war wieder mal der Mikrofonsound nicht da. Ich weiß nicht, warum er nicht dabei war. Ich kann es euch echt nicht sagen. Und ich werde euch auch nicht das Endergebnis sagen. Eventuell am Ende des Parts, wenn ich noch dran denke. Aber auf jeden Fall nicht davor. Auf jeden Fall können wir sehen, dass Bayern vor uns steht. Mit einem Punkt mehr. Und ich denke, das ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Ich glaube, Bayern wird richtig schwer. Ja, wir kennen Bayern ja in der Hinrunde im Pokal 3:1 im Pokal rausgeflogen. Da haben uns die Bayern ja ordentlich genatzt, sag ich mal. Und ja, genau. Ich weiß, in letzter Zeit kamen kaum Videos. Das lag einfach daran, dass ich mich ziemlich stark erkältet habe. Und das ist auch einer der Mitgründe, warum es nur einen Part gibt. Ich wollte eigentlich nach dem Bayern-Spiel, was ich im letzten Part gemacht habe, also was ich eigentlich gemacht habe, was aber nicht in der Aufnahme mit drin ist, weil, wie gesagt, der Sound klappte nicht, habe ich mich am Ende entschieden, nur ein Spiel zu machen, da mir der Kopf halt extrem brummt. Ich habe jetzt nach der letzten Aufnahme jetzt nur so ein bisschen Pause gemacht, damit das mit den Kopfschmerzen hergeht. Und noch eine Kopfschmerztablette eingeschmissen. Und ich hoffe, dass es jetzt noch für dieses Spiel funktioniert. Und deswegen gibt es auch nur ein Spiel, weil ich habe echt Kopfschmerzen. Aber ich möchte euch ja natürlich mal wieder Folgen liefern, dass heute, ja, und das auch heute noch am Freitag, wo ja auch die Bundesliga wieder startet, mit Bayern gegen Hamburg. Ja, und das ist mir dann aufgefallen nach dem Part, also nachdem ich eigentlich Bayern aufgenommen hatte, dass das sehr gut passt. Denn dann kommt im nächsten Part Mainz gegen Hertha BSC und danach haben wir nochmal ein Länderspiel, also nochmal Länderspiele. Heißt, es passt sehr gut mit den zwei, also dass wir heute ein Spiel machen gegen Bayern und dann zwei im nächsten Part. Denn es ist, glaube ich, besser als Hertha BSC im nächsten Part alleine zu sehen. Von daher, wie gesagt, es tut mir leid, dass heute nicht zwei Parts kommen, aber ich muss halt auch ein bisschen auf Gesundheit achten und so. Und naja, gehen wir auf die Aufstellung ein. Klostermann ist wieder da, nach Rotsperre. T kommt für Wagner rein, der rot gesperrt ist. Green spielt heute mal für Castrati, weil das kann. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir sofort ins Spiel. Und ich hoffe, dass diesmal auch alles funktioniert. Ne, das wäre echt krass. So, wir spielen in diesen Trikots natürlich wieder auf Legende und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Stadion. So, dann sind wir hier im Stadion, ja, und sehen auch direkt mal die Startelf vom MSV Duisburg. Ja, die sind wir ja schon durchgegangen. Und ich vertraue der Mannschaft wirklich super, denn wir haben uns bis jetzt in der Bundesliga einfach mal super geschlagen. Aber ich bin mega gespannt auf die Aufstellung von Bayern. Bin ich also wirklich gespannt drauf. Auch wenn ich heute schon einmal gegen Bayern gespielt habe, vielleicht hat sich da was geändert. Und zwar steht der Innenverteidigung Lasse Mustafi, aber sowieso. Auch hier, die nehmen uns heute nicht so richtig ernst. Die haben eine B11, also sehr viele von der B11 spielen. Aber ich denke mal, gegen einen Aufsteiger kann man das halt auch eigentlich mal machen. Ja, also ist auf jeden Fall verständlich. Und die sagen natürlich, gegen Duisburg haben wir letzte Saison schon 3:1 gewonnen. Da wird das dieses Jahr nicht schwerer. Aber wir zeigen denen, dass es schwerer wird. Wir haben den Anstoß und dann sind wir jetzt im Spiel. Doreax stört da richtig gut. Und das war sowas von ein Elfmeter. Das war sowas von ein Elfer. Cutlets. Komm schon, Václav Cutlets. Schade, aber ganz gute Möglichkeit. Kann das ja. Klostermann. Und Doreax. Oh, da steht da einer vor. Oh, Scheiße. Der hat schon gegen Schalke gezeigt, dass das kann. Und hier macht das auch. Der Leitner, wo ist denn der Verteidiger? Wo ist denn der Keeper, Alter? Weißt du, bei Doreax steht da einer vor, weißt du, bei Meter Entfernung vom Tor. Und da ist einfach mal gar keiner. Nice, geiles Ding von Leitner, genauso wie gegen Schalke. Den hätte Ulreich eigentlich sogar noch haben können. Geiles Ding, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass der reingeht. Aber geil, 1:0 in Führung gegen Bayern München. Green. Oh, schade. Gute Möglichkeit. Young. Nein. Boah, schön Räder. Richtig guter Mann. Thomas Müller. Oh. Ups. Arturo Vidal. Und ja, dann nenne ich mal einen Schuss.
Kimmich wohl eher. Fuck. Also wir werden ein bisschen ernster. Oh, Thomas Müller, nein! Oh, die haben richtig aufgedreht und Müller macht da natürlich auch mal so ein Ding. Ah, scheiße. Stark geschossen von Thomas Müller. Kann man nichts gegen sagen, aber... Oh, wir haben voll den Zugriff verloren jetzt am Ende der ersten Halbzeit. Scheiße. Oh, Mann. So, wir können glücklich sein, dass jetzt die Halbzeit ist, denn Bayern kam immer besser ins Spiel. Aber wir können ein Tor gegen Bayern erzielen. Den haben wir schon gesehen durch Moritz Leichner. Und das Tor war echt stark. Wir haben ja auch schon so ein paar Ex-Bayern-Spieler, ist mir mal eingefallen. Also, auf jeden Fall Green, den haben wir sogar nur ausgeliehen. Dann Lukas Reda, war in der Jugend von Bayern. Genauso wie Sandro Wagner, der heute allerdings nicht spielen kann. Und, naja, habe ich vergessen am Anfang der Folge zu erwähnen, wenn ihr immer auf den neuesten Stand sein wollt, dann like doch bitte mal die Twitter-Seite oder die Instagram-Seite. Also für so Neuigkeiten am besten eher Twitter, denn da kann ich auch Texte schreiben, nicht so wie bei Instagram. Da geht das ja nicht, da kann man ja nur Fotos posten mit Text. Und überhaupt, ich habe ja vor, bald so Fragen zu lassen für ein FAQ. Wäre cool, wenn ihr euch dafür Twitter oder auch für Instagram ein Hashtag einfallen lassen könntet, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil ich komme da irgendwie auf keinen grünen Ast, also was man dann schreibt, wenn man eine Frage fragt, halt, keine Ahnung, Hashtag Durex Question oder so, hört sich total scheiße an. Also wenn ihr da Ideen habt, was man da so erstellen könnte, wäre richtig nice. Ich weiß, Eigenwerbung stinkt, aber falls ihr halt immer Neuigkeiten haben wollt, dann ruhig mal bei Twitter Like da lassen. Da seid ihr immer informiert, möchte ich mir nämlich angewöhnen. Da hätte ich euch das nämlich mit der Erkältung und so früher sagen können oder hättet ihr es schon früher gelesen. Genauso wie zum Beispiel bei Instagram, wo ich auch vorhabe, mehr Fotos und so einen Quatsch zu posten. Aber jetzt kommen wir zurück zum Spiel. Ich erwarte von Bayern, dass die wahrscheinlich noch schwerer werden in der zweiten Halbzeit und wahrscheinlich in der ersten Halbzeit anknüpfen werden und dass wir richtig in Bedrängnis kommen werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja in der zweiten Halbzeit. Und du bitte? Nochmal. Oh, Vidal, der schießt einfach mal. Knapp daneben, ist auch vorbei. Wir wechseln mal aus. Und zwar müssen wir Green rausnehmen. Dann wird Castrati reinkommen. Zudem wechseln wir mal Buchtmann für Holland ein. Und das war's dann erstmal mit Ein- und Auswechslungen. Das denn? Okay, Leitner. Naja, war okay. Danke Bayern, das war sehr lieb von euch. Ich weiß nicht, ob der so reingegangen wäre. Ja, Mustafi, habe ich vorhin schon einmal gesagt, ist derzeit für mich auch die Schwachstelle der Bayern. Verteidigung, sehr stark. Oh, okay, damit hatte er nichts zu tun, das war Benatia. Ja. Stark, ich weiß nicht, ob der reingegangen wäre. Aber ich glaube schon, naja, scheiß drauf. Ich weiß nicht, ob es als Eigentor gewertet wird oder als Tor von Cutlets. Auf jeden Fall führen wir gerade 2-1 gegen die Bayern. Wer hat das Tor? Cutlets hat das Tor bekommen. Richtig nice. Okay, jetzt haben wir noch eine gute Möglichkeit. Cutlets! Cutlets, Alter! Der macht einen Doppelpack gegen Bayern! War sie zu offensiv. Krasser Scheiß, also das ist natürlich richtig nice, ausgekontert. Dann Cutlets, ja, hätte fast noch einen Elfmeter eventuell für uns gegeben. Und damit steht es 3-1 für uns, ja, richtige Rache. Ja, so muss das auch sein. Jetzt nach dem Tor können wir auch nochmal kurz auswechseln, wirklich nur noch ein bisschen Spielzeit. Ich glaube, der IT-Check, genau so sieht's aus. Geile Sache, ey, 3-1 gegen Bayern, das ist schon geil. Ach, ich dachte gerade einmal, warum macht unser Keeper nicht mit? Na, war das der Ulreich, den ich beobachtet habe. Oh, fuck. 3-2. Scheiße, ich meine, der Reda sieht da auch echt scheiße aus, ne? Kommt da raus und macht irgendwie gar nichts. Und hat, wer war denn das? Ne, Arturo Vidal doch, macht hier ein Kopfballtor. 3-2, scheiße. Ja, wir gewinnen gegen Bayern 3-2. Ich weiß nicht, ob es verdient ist, aber mir ist das auch relativ egal.
Wir haben am Ende 3-2 heim gegen die Bayern gewonnen. Das Ergebnis, also das Spiel, was hier vor war, was durch die Tonaufnahme dann doch nie ans Licht kommt, sage ich mal, ging 1-1 aus. Durch ein Tor von Lennart T. und Thomas Müller hat für die getroffen. Und da fand ich Bayern schon nicht wirklich gut, ja. Aber heute waren die ja noch schlechter, also besser gesagt jetzt in diesem Spiel. Und ich muss auch sagen, dass die Sturmkombination mit T und Cutlets auch recht gut funktioniert. Muss man halt wirklich mal so gesagt haben. Die beiden kommen auch recht gut nebeneinander klar. Green finde ich zu schlecht bewertet, den fand ich richtig gut. Auch wenn ich Castrati, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser fand. Also ich fand beide eigentlich heute auf der linken Mittelfelderposition sehr stark. Leitner war natürlich richtig gut. Ja, wer hat überhaupt Torvorlagen gegeben? Doreak 2 Stück. Okay, da war der besser, als ich gedacht habe. Und Viktor Obinner mit einem Tor. Ja, was... Ja, gegen Bayern 3-2 zu gewinnen ist natürlich krass und wir sind heim einfach richtig gut. Aber im nächsten Spiel geht's auswärts gegen FSV Mainz und ich glaube nicht, dass das einfach wird, auch wenn die 1-0 gegen Gladbach verloren haben. Und ich entschuldige mich ja nochmal dafür, dass es heute nur 8 wird. Was soll ich machen? Ne, was soll ich machen? Funktioniert doch derzeit alles. Ja, wie gesagt, es tut mir auch leid, dass es derzeit, also dass es dieses Spiel nur dass es diesem Part nur ein Spiel gegeben hat, aber. Ich merke auch jetzt schon wieder, dass mein Kopf extrem wehtut. Und deshalb lohnt sich das nicht. Deswegen versuche ich die Folge schnell zu rendern. Ich schneide die schnell und render die dann. Und dann sehen wir im nächsten Spiel das Spiel gegen Mainz und gegen Hertha BSC. Und danach geht es gegen Österreich. Und jetzt schaue ich euch mal, was ich während dem Schneiden und Rendern gucken werde. Kann ich das machen? Ich weiß nicht, erkennt ihr das? Yay. Yeah. Ist ganz angenehm, auf der PS4. Ganz locker eingeschaltet. Da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Wenn es heißt, Duisburg oder Mainz gegen FSV 05 Mainz. Ach, was laber ich die ganze Zeit? FSV Mainz 05 gegen MSV Duisburg und MSV Duisburg gegen Hertha BSC. Und falls euch die Folge gefallen hat, ne, denkt an Twitter. Also so ein Twitter-Hashtag und natürlich an Instagram. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und das wäre der Hammer. Und wenn ihr mir keinen geben wollt, dann lasst es einfach. Wäre zwar doof, aber müsste ich mitleben. Nee, und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, ne? Ciao.